Und damit herzlich willkommen zum ARD-Buffet. Und die Wetteraussichten, die wir gerade gesehen haben, so richtig Spaß machen die ja nicht. Da droht ein Schnupfen, also Frauen zumindest, denen droht ein Schnupfen. Bei uns Männern ist das ja viel dramatischer. Wir können eine echte, eine wahre Männergrippe bekommen. Lachen Sie nicht, die ist echt schlimm. Der Mann. Ein Kunstwerk in Vollendung. Ikonografie des Leids. Schnupfen und so ist bei Männern ja immer bekanntlich ganz, ganz schlimm. Wir haben das ja auch immer ganz viel schlimmer als Frauen. Leichte Erkältung, leichter Schnupfen, alles was mit leicht beginnt, ist eigentlich so dann typisch männlich. Ja, schlecht, mies. Also mir geht's dann einfach schlecht. Ich habe dann einfach keine Lust, irgendwas zu machen, weil ich nur im Bett liegen will. Er glaubt, er wird krank, er ist morgens schon müde und kann sich nicht bewegen, da muss man schon alles für ihn machen. Ein Geschöpf voll feingliedriger Details. Zerbrechlich und zart, umschlossen von der Aura des Vergänglichen. Die kommen halt und man sieht schon das Leiden Christi sozusagen hier angeschlichen kommen, langsam, nicht so dynamisch und forsch wie sonst. Und die Nase läuft, der Hals kratzt. Ja, da wissen wir schon, was los ist. Krankheit und Mann. Eine Symbiose, reich in Ausdruck und Gestalt. Also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass zum Beispiel ein grippaler Infekt oder ein Hexenschuss ja bei beiden natürlich gleich ist. Aber auch da wieder, die Toleranz ist, denke ich, bei Frauen doch ein bisschen größer. Der fulminante Höhepunkt dessen, die Männergrippe. Der Mann, er muss das jetzt erdulden und er kämpft sich aber durch, auch durch die Erkältung. Und der Schnupfen, der wird besiegt und möglichst schnell, aber er steht das schon durch. Vielleicht. Das Mann gewordene Filigrane, Ursprung eines intensiven Prozesses. Also ich habe da so eine ganz eigene Erklärung. Ja, das liegt vielleicht daran, dass Männer im Allgemeinen vielleicht von den Müttern doch ein bisschen mehr verhätschelt oder umsorgt werden als Töchter. Ich weiß es nicht. Schon, also das ist vielleicht ein Erklärungsmuster. Die männliche Ästhetik in ihrer Komplexität, ebenso aggressive Projektionsfläche des unverständigen Kleingeistes. Da kann ich nur drüber lachen, weil ist ja nichts anderes wie bei uns Frauen auch. Sie machen mich ganz offensichtlich lustig über ihn. Muss man auch. Doch die Geißel jener Banausen, auch die erträgt man, so gut er kann. Die machen sich lustig über uns. Sie haben es gemerkt, Dr. Zimmermann. Ja, das ist echt gemein. Wir Männer sind ja eigentlich das schwache Geschlecht und wir werden erzogen, dass wir stark sein müssen. Und dann kommt so ein böses Virus, wirft uns um und dann brauchen wir natürlich sehr viel Zuspruch, damit wir gesund werden. Das nennt man übrigens sekundärer Krankheitsgewinn. Also das hilft dann auch wirklich. Also die Männergrippe existiert, ja, die schwere. Ja, das wissen wir beide ja. Wer übrigens am meisten gelacht hat, ja, wir wissen das, wer am meisten gerade gelacht hat, das war diese junge Dame vom starken Geschlecht neben mir, Jacqueline Amir-Fallah. Also du es gesehen hast, ja, war schon sehr speziell. Ja, wollen wir also über zu Hause reden? Nein, wollen wir nicht. Nein, wir reden über was. Es war ein toller Film. Es war wirklich sehr amüsant. Ja, und wir reden über was Tolles. Wie Sie eben gerade gesagt haben, starkes und schwaches Geschlecht wird vielleicht manchmal verwechselt. Lass uns mal über Falafel reden. Die gibt es nämlich heute zu essen. Ja, genau. Was ist für dich das große Geheimnis der Falafel? Eine richtig gute Falafel ist einfach frisch frittiert und nicht vorgemacht. Das finde ich ganz wichtig. Also man kann den Teig einen Tag vorher machen, aber dann muss man sie wirklich ganz frisch ins Fett tun und frisch und warm essen. Dann schmecken sie am allerbesten. Ja, und du zeigst auch gleich, wie es geht. Ja. Aber im Orient, da kann man sagen, das ist so was wie das Fast Food des Orients, die Falafel. Und in Ägypten, in Kairo, da haben wir ein Restaurant entdeckt, wo man immer wieder was Neues probiert rund um diese Fast Food im Orient, in Kairo. Da gibt es tolle Ideen, unter anderem über Falafel. Bunt, etwas rustikal und vegetarisch. Das ist das Speiseangebot im Suba, dem trendigen Imbiss in Kairo. Selifoué ist eine bekannte Fernsehköchin im ägyptischen Fernsehen und immer auf der Suche nach neuen Ideen. Das Suba ist zurzeit ihr Lieblingsplatz.
Also, ich habe hier zwei Sandwich bekommen. Und zwar besteht das aus Fladenbrot und es ist rot. Da drin gibt es die Falafel, die bekannten ägyptischen Falafel. Ich erkläre jetzt mal ganz schnell, was es ist. Und zwar das rote Brot ist jetzt so rot, weil es mit roter Beete gemacht wurde. Und deswegen hat es diese schöne Farbe. Fladenbrot ist natürlich auch ganz bekannt, weil es mit Vollkorn gemacht wird und es ist sehr gesund. Gesund und auch sehr lecker. Mit Sally schauen wir hinter die Kulissen. Direkt über dem Imbiss ist die Backstube. Die rohen Teiglinge für das Fladenbrot sind sehr weich. Das leichte Klopfen auf der Hand soll die Fladen noch etwas in Form bringen, bevor sie in der Backstraße verschwinden. Es dauert kaum 5 Minuten, bis am anderen Ende die fertigen Fladenbrote herauskommen. Für die bunten Brote wird der Teig mit roter Beete oder Spinat eingefärbt. Das Team des Suba bietet traditionelle und einfache ägyptische Gerichte an, aber immer mit einem speziellen Touch, wie die Linsensuppe aus dem Eimer. Das ist die Linsensuppe und die besteht aus Linsen, Karotten, Tomaten, Zwiebeln und mehrere Gewürze, wie zum Beispiel Kamun. Kamun oder Kreuzkümmel ist eines der wichtigsten Gewürze in der arabischen Küche. Und fürs Auge kommt noch etwas Buntes dazu. Das heißt, das sind die Croutons. Das ist eigentlich Brot, das getrocknet ist. Das tut man dazu. Wir sind stolz auf unsere Kultur und haben unser eigenes ägyptisches Essen. Wir haben uns überlegt, wie wir unser traditionelles Essen modernisieren können, mit einigen Kräutern und Gewürzen. Kurz, wie wir die ägyptische Küche modernisieren. Damit haben wir hier angefangen. Die gefüllten Süßkartoffeln sind ein neuer Snack, den sich das Team im Suba ausgedacht hat. Die gebackenen Kartoffeln werden mit Marshmallows gefüllt, die dann unter dem Bunsenbrenner karamellisieren. Mit Honig und Melasse beträufelt, ist dieser süße Imbiss sicher sehr lecker, aber für Europäer auch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Doch Mustafa El Rafai will mit diesem Konzept die Welt erobern. Ja, und Sally spricht so super Deutsch, weil sie in Deutschland studiert hast und du kennst sie auch. Ne? Ja, wir haben hier mal zusammen gekocht. Also hier im ARD-Buffet habe ich sie mal kennengelernt, wir haben zusammen gekocht. Ganz nett. Also ihrem Urteil kann man vertrauen, deinem Urteil kann man auch vertrauen. Ja. Und jetzt ist Falafel traditionell. Genau, jetzt zeige ich einfach mal, wie man Falafel macht. Ich habe Kichererbsen eingeweicht über Nacht. Also gestern Nacht sind sie eingeweicht worden. Eine Hälfte haben wir weich gekocht. Mhm. Einfach im Wasser weich gekocht. Und die andere Hälfte haben wir so gelassen, eingeweicht. So. Das heißt, wir haben hier halb gekochte und halb rohe Kichererbsen. Und du würdest auch jetzt nie welche aus der Dose nehmen für Falafel? Also, ich finde, dass sie mit frischen Kichererbsen wirklich wesentlich besser schmecken. Mhm. Vor allem, weil diese Erbsen, die nicht gekocht worden sind, so ein bisschen so einen crunchy Effekt haben in der ganzen Falafel und es nicht so weich machen. Es kommt drauf an, wenn man sagt, einen Tag vorher plant, morgen mache ich Falafel, dann würde ich immer frische, getrocknete Kichererbsen kaufen. Und zwar einmal schmeckt es besser. Kosten ein Viertel von denen aus der Dose, sind nicht so schwer nach Hause zu schleppen. Also ne, ist auch wirklich. Nimmt nicht jeder gerade so einen riesen Karton mit Dosen Kichererbsen nach Hause. Finde ich trotzdem. Aber stimmt. Und ich finde, sie schmecken einfach besser. Aber wenn man jetzt spontan sagt, okay, heute Abend mache ich Falafel, wenn Sie sich jetzt überlegen, Falafel zu machen, dann können Sie sich natürlich auch eine Dose nehmen. Aber ich finde immer, das Wasser ist ein bisschen schleimig. Also ich mag lieber frische, da plane ich lieber einen Tag vorher. Und die frischen kommen jetzt auch schön in den Fleischbowl. Richtig. Und zwar gemischt die gekochten und die nicht gekochten. Und das, durch den Fleischwolf kommen sie und dabei schließt sich die Stärke auf. Mhm. Also die Stärke, die in den Kichererbsen ist, darum geht es ja. Wir machen keine extra Stärke dazu, sondern nehmen nur die Stärke, die in den Kichererbsen ist. Das heißt, wenn man einen groben Fleischwolf hat, muss man es unter Umständen 3-mal durchlassen. Wenn man einen feinen Fleischwolf hat, vielleicht auch nur 2-mal. Und erstaunlicherweise haben viele von diesen alten, sagt man Fleischwölfen? Fleischwolfs. So. Von diesen alten, wie wir hier vorne einen liegen haben, die haben noch genau diese feine Scheibe. Ja. Der ist wirklich, wie ich in meiner Kindheit groß geworden ist. Der liegt wahrscheinlich auch seit 1970 hier an dieser Stelle. aber den nehmen wir jetzt auch nicht, weil der ist erstens der andere bequemer. Ja, Küchenmaschine ist schon aber sehr bequem. Es geht, man muss es dann halt einfach einmal mehr durchlassen vielleicht. Mhm. Ich mache jetzt nur einen Teil und wenn du weg bist, mache ich den Rest. Also halb roh, halb gekocht. Dann habe ich Koriander.
Ja. Dann habe ich glatte Petersilie, dann habe ich Dill und Zwiebellauch. Mhm. Einfach klein schneiden. So. Und alles nochmal durch den Fleischwolf. Kannst du mir mal so eine Glasschüssel von da unten mach geben? Ich. Danke. Und mach mich auch zugleich auf den Weg. Ja. Komme gleich wieder. Ist das okay so? Das ist wunderbar. Und danke zwar, dir. Bei uns ist am Aschermittwoch nämlich nicht alles vorbei. Es geht jetzt so richtig los. Und zwar für viele mit dem Fasten und dem Verzicht auf Alkohol. Dr. Lothar Zimmermann ist unser Gast. Und Sie können gerne Ihre Fragen stellen. Es ist Zeit für eine Pause. Jetzt, wenn Sie die tollen Tage ganz toll verbracht haben. Es dreht sich noch bei Ihnen beim einen oder anderen. Dann können Sie Ihre Fragen stellen zu Alkohol und Gesundheit. Und zwar an studio@ard-buffet.de. Einfach Ihre Frage mailen. Wir gucken erstmal, warum das jetzt tatsächlich vielleicht der richtige Moment ist, um darüber nachzudenken, eine Pause einzulegen mit Alkohol. Gestern war das Motto noch: Hoch die Tassen, denn Karneval und Alkohol, das gehört zusammen wie Mett und Brötchen. An Aschermittwoch heißt es wie jedes Jahr: Nie wieder Alkohol. Spätestens Donnerstag aber fällt vielen wieder die heilende Kraft des Alkohols ein. Ob Wein oder Bier, das Gläschen am Abend hat einen guten Ruf. Studien zeigen immer wieder, dass Menschen, die geringe Mengen Alkohol trinken, länger und gesünder leben. Aber warum ist das so? Lange hatten Wissenschaftler zum Beispiel den Stoff Resveratrol im Auge, im Rotwein enthalten. Der solle die Gefäße geschmeidig halten, vor Entzündungen und sogar vor Krebs schützen. Dann aber finden andere Wissenschaftler heraus, wer wirksame Mengen davon zu sich nehmen will, der muss mehr als 10 Flaschen Rotwein trinken. Bei der Menge Alkohol ist jeder positive Effekt dahin. Britische Forscher weisen jetzt auf grobe Fehler in der Methodik früherer Studien hin. Wissenschaftler verglichen zum Beispiel Trinker mit einer Gruppe von Nichttrinkern, in der sich aber trockene Alkoholiker befanden. Und die litten bereits durch jahrelangen Alkoholmissbrauch an Krankheiten oder wurden bald krank. So entstand der Eindruck, dass der Verzicht auf Alkohol ungesünder sei als ein mäßiger Konsum. In der aktuellen britischen Alkoholuntersuchung haben die Wissenschaftler versucht, solche Faktoren auszuschließen. Sie nutzten Daten von über 50.000 Menschen aus den vergangenen 20 Jahren. Ihr Ergebnis? Ernüchternd. Mäßiger Alkoholkonsum bietet keinerlei gesundheitliche Vorteile. Sie fanden nur einen winzigen Vorteil für Frauen einer gewissen Altersgruppe, den sie aber auch für eine statistische Verzerrung halten und der sich nach näherer Analyse zerschlagen werde. Gestützt wird ihre These von einer anderen Studie aus dem Jahr 2014. Dabei fanden Wissenschaftler heraus, dass Menschen mit einer bestimmten genetischen Veranlagung zum Nichttrinken oder sehr wenig Trinken deutlich seltener unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Schlaganfällen litten, als Menschen ohne dieses Anti-Alkohol-Gen. Der Verzicht ist demnach deutlich gesünder. Also vielleicht doch die totale Abstinenz? Lothar, da steht die Frage im Raum. Die totale Abstinenz, ist die das Einzige, was uns hilft? Nein, das muss nicht sein. Also ich bin auch der Letzte, der den Alkohol ganz verbieten wollte. Aber man muss ihn in Maßen trinken, damit er auch Freude macht. Und der Grat ist extrem schmal. Also der Grat zwischen Genusstrinker und Alkoholismus ist extrem schmal. Und wir sind ja hier, um gesund mit Alkohol umzugehen. Und wenn man da ein paar Sachen beherzigt, also nicht zu viel trinken oder jetzt auch tatsächlich mal eine Pause macht, dann tut man dem Körper richtig was Gutes. Viele waren ja in den letzten Tagen ganz bewusst ungesund im Umgang mit Alkohol über 4, 5 Tage, wenn es ganz arg gelaufen ist. Und die haben auch jetzt den klaren Bruch und die sagen, Aschermittwoch ist vorbei, Fastenzeit beginnt. Nutzt das überhaupt irgendwas? Reinigt sich der Körper dadurch bis Ostern tatsächlich? Ja, das nutzt auf jeden Fall was. Man muss dem Körper mal eine Pause gönnen. Man sagt es jetzt nicht nur in der Fastenzeit. Das ist natürlich eine tolle Phase, wenn man das durchhält. Jetzt diese vielen Wochen ohne. Aber auch, wenn man sonst ganz gerne mal ein Gläschen trinkt, soll man ruhig während der Woche mal 1, 2, besser 3 Tage eine Pause machen. Und dann nicht über die Maßen trinken. Also was auch wirklich gesünder ist, wenn man ab und zu 1, vielleicht mal 2 Gläser Wein trinkt und nicht am Wochenende gleich 2 Flaschen. Was macht der Alkohol denn mit dem Körper genau? Ja, der Körper muss den Alkohol, das ist ja ein Gift, erstmal ja unschädlich machen. Das macht die Leber und die Leber kann das, solange da eine bestimmte Menge nur im Spiel ist. Wenn die überschritten wird, also bei Männern sagt man, man sollte dauerhaft nicht mehr als so 2 Bier am Abend trinken, 0,5, Frauen weniger, also maximal ungefähr die Hälfte. Ja. Wenn die Leber nicht mehr hinterherkommt, dann reagiert die. Und die reagiert dann mit? Ja.
Entzündung beispielsweise, oder sie reagiert damit, dass sie den Alkohol als Fett einlagert. Und wenn es über ganz, ganz lange Zeiten geht, dann baut sich die Leber um. Dann kann die ihre Struktur nicht mehr erhalten und kann nicht mehr richtig die Giftstoffe entgiften. Und das wird dann ganz schwierig und ganz schlimm. Aber es stimmt tatsächlich, Männer vertragen aufgrund ihrer Verfassung, ihrer körperlichen mehr Alkohol als Frauen. Ja, das ist so. Die Frauen haben mehr Östrogene als Männer. Die müssen ja auch abgebaut werden, die weiblichen Sexualhormone. Deswegen ist da die Leber auch gefordert. Und deswegen vertragen wohl Frauen weniger Alkohol als Männer. Da haben wir einen kleinen Vorteil. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund. Jacqueline ist schwer am Arbeiten in der Küche und am Mixen. Ich unterbreche dich nur ungern. Aber es ist eine Frage, von der ich sage, nichts für ungut, Lothar. Die geht mehr in die Richtung Küche, was den Alkohol betrifft. Und zwar Frau Abhun fragt, wie es denn in der Küche ist für Alkohol und Rezepten wie zum Beispiel Coq au Vin, da steckt der Wein ja schon drin. Wie kann man denn sowas zum Beispiel trotz Originalrezept davon abweichen, ohne Alkohol produzieren? Ja. Also man kann jedes Rezept auch einfach immer ein bisschen anders machen. Wenn man keinen Alkohol haben will, ich nehme zum Beispiel statt Rotwein gerne roten Traubensaft. Das geht super. Der hat vielleicht ein bisschen mehr Zucker, müssen Sie gucken, dass Sie vielleicht einen ohne Zucker kriegen oder einfach selber ein paar Trauben entsaften. Dann ist zwar auch noch Zucker drin, aber nicht so viel. Das könnten Sie zum Beispiel machen von Coq au Vin. Weißwein kann man durch weißen Traubensaft ersetzen. Man muss einfach immer nur gucken und man muss sich vielleicht nicht ganz so doll an diese Rezepte halten, sondern anders schmeckt es auch gut. Sondern einfach so was Ähnliches suchen. Wie gesagt, Johannisbeersaft ist gut, Traubensaft ist gut, hell und dunkel. Und verschiedenste Säfte können Sie dann nehmen. Das ist dann Coq au Jus, würde man sagen. Ne? Könnte man so sagen, ja. Der Hahn im Saft. Darf ich da vielleicht auch was sagen? Ich würde Essig nehmen. Wie wär's denn mit Essig? Das wird vielleicht ein bisschen sehr sauer, ne? Aber so verdünnter Essig, mit Wasser verdünnter Essig, sodass es geschmackvoll ist. Oder dann ein Balsamico oder sowas? Ja, Balsamico ginge auch. Der karamellisiert halt auch sehr schnell, weil er viel Zucker hat. Aber wenn man ihn wiederum runterdünnt mit Wasser, Man muss einfach rumprobieren. Und ich denke, man muss sich einfach davon lösen, dass man sagt, es muss eins zu eins wie im Rezept sein, sondern man kann ein bisschen rumprobieren, dann findet man bestimmt auch was Gutes. Spannende Diskussion, die sich da gerade entwickelt. Ja. Aber trotzdem noch mal zum Alkohol zurückzukommen. Da ist ja die Leber das eine und da kann es dramatisch werden bei zu viel. Aber was macht der Alkohol denn noch mit uns, außer der Leber? Was schädigt er noch? Also wenn man sich vorstellt, wir trinken jetzt ein Glas Alkohol, dann kommt er natürlich erst Mund, Rachenraum, Speiseröhre. Da kann er tatsächlich zu Krebs führen, wenn man zu viel davon trinkt, vor allen Dingen, wenn man noch raucht. Rauchen potenziert diesen Effekt. In der Magen-Darm-Region, also Magen, kann er zu Entzündungen führen, Säuregehalt nimmt zu des Magens. Also wer es am Magen hat, sollte da ein bisschen vorsichtig sein und vor allen Dingen auch nicht auf nüchternen Magen trinken. Das ist eh nicht so eine gute Idee. Und im Darm beispielsweise kann er auch zu Krebs führen. Also, und auch selbst aufs Herz kann er gehen mit Herzrhythmusstörungen, wenn man zu viel trinkt. In Maßen, dann kann der Effekt auf das Herz positiv sein. Nur dieses Maß zu finden, ist richtig schwierig. Deswegen im Zweifelsfall das Maß so finden, das zweite Glas weglassen. Und ganz besonders wichtig wird es, wenn wir von Jugendlichen, von Kindern reden, dass die noch mal stärker eigentlich diese ganze Gefahr, die da droht. Ja, vor allen Dingen fürs Gehirn, was ja auch noch in der Entwicklung ist. Der Alkohol schädigt ja auch das Gehirn. Ist die Gefahr sehr hoch. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Die ganzen Süchte sind natürlich für Jugendliche besonders gefährlich, weil sie damit sich nicht Herausforderungen stellen, die gerade im Leben stattfinden. Wenn man sich die Pubertät wegtrinkt, dann hat man immer noch die Probleme hinterher. Also es ist immer schlecht, zu sowas dauerhaft zu greifen. Also nochmal, das Maß, das macht's, das ist so die Botschaft. Frage von Frau Wiederhold aus Kassel. Sulfid in Weinen geht auf Herz? Das fragt sie und möchte gerne wissen, ob das stimmt. Sulfid in Weinen, geht das? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, das wird ja zum Teil, klingt es nach so einer Art Konservierungsstoff, der da hineingeraten ist. Der kann möglicherweise was bewirken, aber ist sicherlich kein großes Problem. Also das Problem von Sulfid in Wein habe ich jetzt persönlich noch nicht wahrgenommen als Arzt. Mit Konsequenzen für das Herz jedenfalls. Ja. Eine Frage noch, natürliche Fahrsicherheit. Das hat auch was mit Folgen von Alkohol zu tun. Ab 0,5 Promille begeht man eine Ordnungswidrigkeit, wie das heißt. Was passiert denn eigentlich schon vorher mit uns und mit dem Körper, mit dem Kopf, mit der Aufmerksamkeit? Ja, das kennen wir ja alle. Wenn wir Alkohol getrunken haben, fühlen wir uns erstmal super. Wir fühlen uns besser, als wir wahrscheinlich sind. Und dann geht auch so langsam unsere Kritikfähigkeit verloren. Wir entwickeln so einen Tunnelblick. Und da ist auch wieder, ja, es geht ja schleichend. Ja? Wir fühlen uns noch gerade gut und denken, wir sind der beste Autofahrer der Welt, sind es aber schon nicht mehr. Also da sollte man tatsächlich ganz drauf verzichten. Weil man muss immer im Hinterkopf haben, wenn tatsächlich was passiert, wird man seines Lebens ja nicht mehr froh. Egal in welchem Zustand. Ja. Das ist vollkommen klar. Und
Die Aufmerksamkeit lässt eben früh nach. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Alkohol und Gesundheit, das ist unser Thema, dann können Sie gerne auch noch später anrufen in unserer ganz privaten Sprechstunde mit Lothar Zimmermann. Bisher vielen Dank. 0802 29 12 15. Das ist dann die Telefonnummer eine ganze Stunde lang. Und morgen bei uns im ARD-Buffet, da haben wir ein Wundermittel, das wir besprechen wollen, und zwar Natron. Gesund und schön mit Natron, das ist unser Thema. Und das kann ja tatsächlich sehr viel von Putzen und Backen und Baden, all das ist mit Natron möglich. Und wir werden morgen zeigen, wie man auch ein Peeling aus Natron macht. Sie können gerne Ihre Frage natürlich mailen. Wir bleiben aber noch ein bisschen beim Aschermittwoch, an dem bekanntlich alles anfängt, was das Fasten betrifft, und alles aufhört, was die Fasenacht und den Karneval betrifft. Und da haben wir uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Was macht diesen Aschermittwoch so einzigartig? Kehr aus für den Karneval. Seit dem 11.11. um 11.11 Uhr durfte gefeiert werden. Doch heute, am Aschermittwoch, ist Schluss. Vielerorts verbrennen Priester Palmblätter. Sie stammen vom Palmsonntag des vergangenen Jahres. Die Christen feiern mit ihnen Jesus' triumphalen Einzug in Jerusalem. Jeder Gläubige bekommt ein Kreuz aus Palmasche auf die Stirn, zum Gedenken an die Vergänglichkeit des Lebens. Mit diesem Symbol beginnt die Fastenzeit. 40 Tage lang sollen Christen von jetzt an auf all das verzichten, was sie am liebsten mögen. Fleisch, Milch, Eier. In der katholischen Kirche fastet aber nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Deshalb werden Altar und Kreuz von Aschermittwoch bis Ostern mit einem Tuch verdeckt, dem sogenannten Hungertuch, an dem im Mittelalter besonders arme Menschen während der 40-tägigen Fastenzeit zu nagen hatten. Die Zahl 40 hat in der Bibel Tradition. 40 Jahre wanderten die Israeliten durch die Wüste. 40 Tage lang begegnete Moses Gott auf dem Berg Sinai. Und 40 Tage und Nächte fastete Jesus in der Wüste. Schaut man aber auf den Kalender, stellt man fest, dass es von Aschermittwoch bis zur Osternacht insgesamt 46 Tage sind. Denn die Sonntage zählen beim Fasten nicht mit. Schon der Karneval sollte die Menschen übrigens auf die Zeit des Verzichts vorbereiten. Der Name geht nämlich auf romanische Sprachen zurück und bedeutet so viel wie Fleisch. Ade. Aber nicht überall in Deutschland beendet der Aschermittwoch die fünfte Jahreszeit. Im niedersächsischen Hilvertshausen findet der Karnevalsumzug traditionell am Sonntag nach Aschermittwoch statt. Falafel jedenfalls, das perfekte Essen zu Beginn der Fastenzeit, weil vegetarisch kein Fleisch, weil richtig, kein Alkohol und weil vor allen Dingen total lecker. Ja, und weil auch noch ganz gesund. Hülsenfrüchte sind super, ja. Haben ganz viel Eiweiß. Das ist also das perfekte Essen. Also nichts wie ran an die Bulette. Das sieht wirklich so aus wie eine Bulette. Ja, gerade, tatsächlich. Ne? Hier habe ich schon mal so ein bisschen, ich muss das jetzt tatsächlich dreimal durchlassen, weil unser Wolf auch so eine grobe Scheibe hat und keine feine Scheibe. Und die Stärke sich nicht aufschließt und dann fallen sie auseinander. Also man sollte also nicht irgendwie sich Sorgen machen, wenn sie auseinanderfallen, eine kleine Probe machen und notfalls die ganze Masse einfach nochmal durch den Fleischwolf drücken. Gewürzt ist es mit Paprikapulver. Ja. Natürlich Kreuzkümmel, bisschen Salz und ich tue immer gerne so ganz bisschen Backpulver dazu. So. Ja, dann werden die lockerer. Dann gehen sie so ganz leicht auf, nicht zu viel, nur so ein Hauch. Und dann gehen sie schön auf. Ja. Und ohne Kreuzkümmel geht nichts in der orientalischen Küche. Ne? Wenig zumindest. Warte mal, erstmal eine Wasserschüssel. Ja. Es geht mal besser zu formen, wenn man feuchte Hände hat. So. Was macht eigentlich die scharfe Paprika da vorne? Ne? Kommt später da, zum Einsatz. Ja, da kommen wir, machen gleich noch eine Tomatensoße. Also man macht immer so traditionell so eine scharfe Soße dazu. Und wir machen das auf der Basis von Tomaten und Chili. So, jetzt kann man formen, was man will. Klassisch sind ja diese Frikadellen, diese Runden. Hast du nicht gesagt, mir fehlt mal gezeigt, man kann vorher noch gucken, ob das auch heiß genug ist? Ja, genau. Das ist einfach so reinfallen lassen. Und dann sieht man, ob, wenn das so anfängt zu sprudeln, dann ist das Fett heiß genug. Das sprudelt wie verrückt, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Stimmt, auf jeden Fall, wenn das Fett nämlich zu kalt ist, dann saugt es zu viel Fett auf, diese Frikadelle. Dann hat man wirklich eine sehr fettige Geschichte. Und ich mag immer ganz gerne, sieht ein bisschen zwar aus wie eine Krokette. Ich mach mal das weg. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Krokette, aber ich finde das super lecker. So, und dann lässt man sie
ja, einfach goldbraun werden in dem Fett. Und so ist es optimal. Auch nie zu viel reintun, weil dann wird das Fett nämlich auch kalt. Und wenn das Fett zu kalt wird, wie gesagt, dann saugt es zu viel auf und dann schmeckt es einfach so nach Fett. Und nicht nach den leckeren Kichererbsen und den Gewürzen. Und dann sind wir schon bei der Chili. Weil die Chili, wir kaufen einfach Chili, ne? Wir sagen eine rote oder eine grüne Chili. Und wundern uns manchmal, warum die so scharf ist und die andere genau nicht. Genau. Man muss einfach wirklich immer probieren. Es hilft nichts. Wir kennen uns damit nicht aus. Es gibt hunderte von Sorten Chilis. Das Einzige, was man sicher sagen kann, dass die meisten Schärfen, also das Capsaicin, sitzt in den weißen Teilen der Chili. Deswegen probiert, ich habe sie schon probiert. Und sie hat Feuer? Die hat Feuer, Holger. Wir nehmen nicht ganz so viel. Ist recht. Ich weiß. Ja. So. Und dann ein bisschen Knoblauch. Ja. Und weil ja Winter ist und wir keine frischen Tomaten, schmecken tatsächlich diese hier besser. Da haben wir Tomaten aus der Dose. Die schmecken sogar besser. Das ist nicht nur, in Ordnung, dass aus der Dose kommt. Es ist tatsächlich vom Geschmack her für dich besser im Winter. Die meisten schmecken wirklich nicht gut. Und ich nehme im Winter immer Dosentomaten. Ein bisschen Tomatenmark noch dazu zum Andicken. Und dann lasse ich hier die Soße kochen. Warte mal, wir können mal eine Falafel gerade anschauen. Jawohl. Die sieht schon ganz gut aus. Gut, ne? Ja. Ich mache ganz viele. Buletten-Falafel, jetzt kommen noch ein paar Würste dazu. Oder Kroketten, wie du gesagt hast. Und Würste. Und dann kommen wir so langsam schon Richtung Anrichten. Vielleicht kennen Sie das aus dem Leben. Und eigentlich hat es jeder schon mal erlebt, dass er gesagt hat, so mitten in seinem Leben mache ich einfach mal einen Bruch, eine Pause. Ich will was ganz anderes machen, Schluss mit dem, was war, sondern das, wovon ich immer in meinem Leben schon geträumt habe. Oder ich bin vielleicht sogar gezwungen, mein Leben radikal komplett zu verändern. Und das sind dann oft tolle Geschichten, die da rauskommen. Und wir haben daraus eine Serie gemacht, die heißt Mein neues Leben. Also Menschen, die genau das erlebt haben, die mitten im Leben was komplett Neues angefangen haben. So wie Hans-Josef Willems zum Beispiel aus dem Westerwald. Hans-Josef Willems, der ist heute, wie viele seiner Nachbarn sagen, der Hausmeister der Herzen. Lange Zeit hat er aber was ganz anderes gemacht. Hans-Josef Willems fuhr mehr als 20 Jahre LKW. Oft begleitete ihn seine zweite Frau Kanita. So konnten sie viele Orte in Europa zusammen erleben. Eigentlich ist er gelernter Maurer. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich war mein eigener Chef, obwohl es nicht mein Eigentum war. Aber ich konnte hinfahren, wo ich wollte, wie ich wollte. Ich musste meine Arbeit machen. Und das war für mich halt fahren. Doch dann forderte das Truckerleben seinen Preis. Hans-Josef Willems wurde schwer krank, verlor seinen Job. Da war er Ende 40. Ja, nach 20 Jahren immer nur sitzen und von der Ladefläche springen, dann ist irgendwann war der Rücken kaputt. Ja, dann haben wir nach der OP keinen Job mehr. Rückenoperation, kriegt man keinen Job mehr als Lkw-Fahrer. Darf man auch eigentlich vom Arzt her auch nicht. Aber was wollen sie machen? Irgendwas müssen sie machen. Er musste und wollte ja für seine beiden Söhne und seine Frau Kanita sorgen. Doch seine Bemühungen, neue Arbeit zu finden, scheiterten immer wieder. Naja, fühlte mich immer überflüssiger. Und dann irgendwann kommt man dem Gedanken, naja, warum bin ich eigentlich da? Ich kann nichts mehr, ich darf nichts mehr, ich soll nichts mehr, aber Arbeit kriege ich auch keine mehr. Und von daher, dann wird man sicherlich depressiv. Hans-Josef Willems wird Hartz-IV-Empfänger. Mit dem Geld kommen er und seine Familie zurecht, aber die Untätigkeit macht ihm zu schaffen. Er will endlich wieder Arbeit haben. Und dann kommt halt eben meine zweite Frau wieder ins Spiel und wir haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was können wir tun. Ja, und dann kam nur in Betracht selbstständig. Ja, dann fehlt aber immer noch der Funke, den man als Mut bezeichnet, diesen Schritt dann wirklich zu wagen. So gründet er vor 4 Jahren seinen Hausmeister-Service und erhält von der Verbandsgemeinde Montabaur den Auftrag, Wohnungen für Flüchtlinge herzurichten. Und er hilft weit mehr, als er bezahlt bekommt. Also eine Schusswunde, wenn Sie mal eine gesehen haben, das ist hässlich. Und dann kann man nur versuchen, irgendwie den Leuten zu helfen, dass sie wenigstens ein kleines bisschen irgendwas, wo man sich dran hochzieht, bekommen. Und wenn es nur die Hilfsbereitschaft von einem Hausmeister ist. Mit Hilfe seiner zweiten Frau hat sich Hans-Josef Willems zurück in ein erfülltes Leben gekämpft. Beide sind in Oberelbert glücklich, aber das waren sie auch in Thailand, wo sie geheiratet haben.
So ist es nicht verwunderlich, dass ihn ein großer Traum antreibt. Mein größter Traum ist, dass ich mit meiner Frau, die aus Thailand kommt, später mal nach Thailand auswandere. So, wenn Sie auch jemanden kennen wie ihn oder selber jemanden sind, der sein Leben komplett verändert hat, was ganz Spannendes, was Neues macht, dann schreiben Sie uns auch einfach unter ardbuffet.de und vielleicht kommen wir zu Ihnen und machen genau so einen schönen Film dann über Sie. Sonja Högemann ist bei uns zu Gast, entdeckt auf einem Kreativmarkt in Münster von unseren Redakteurinnen zum ersten Mal bei uns. Genau. Und Sonja, schön, dass du da bist. Danke. Du sorgst dafür, dass der Welt ein Licht aufgeht. Ja. Das wird Zeit. Es wird Zeit. Wie? Und vor allem soll es gemütlich sein, ja, ne? Am gemütlichsten sind, finde ich, Globen. Und das machen wir einfach mal so. Ich fange mal an. Ja, ne? Ja, absolut gute Idee. Wo hast du überhaupt diese vielen Globen? Nicht Globusse, die Globen. Genau, die wo Globen. Hast du die? Ja? Die kriege ich auf Flohmärkten bei Haushaltsauflösungen oder auf Portalen im Internet. Ich kenne ihn noch von so Steppke. Genau. Das geht ganz einfach aus. Das geht ganz einfach. Man zieht einfach oben am Arm. Und zieht ihn dann hier von der Fassung ab. Da unten ist ja die Glühbirne drin. Ja. Ich mach den mal. Mach ihn wieder ganz. Genau, ich mach ihn und hast dann ganz einen freischwebenden Globus. Dann habe ich einen freischwebenden, genau. Hier unten ist die Fassung drin gewesen. Dann zieht man einfach den Klebeäquator hier ab. Ja. Das geht ziemlich einfach. Das so. Ist richtig. Genau. Und jetzt? Jetzt kommt's. Dafür braucht man einmal die Japansäge. Die hat eine sehr feine Zahnung. Ja, die gucken wir uns noch mal ganz genau. Ich habe eine Japansäge nämlich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und das ist eine das ist eine, genau. Säge. Die ist sehr flexibel, hat halt keinen Haken irgendwo und man kommt ziemlich leicht durch. Ja. Gibt es Japansägen? Gibt es die überall inzwischen? Die kriegt man überall, ja, natürlich. Ja. Ja. Also vor allem in Baumärkten. Na, das bietet sich an. Genau. Ginge auch eine andere Säge, wenn ich zufällig keine Japansäge zu Hause habe? Bestimmt, aber es ist halt, die ist halt schön fein. Na, dann kriegt man einen schönen Schnitt. Dann mal. Genau, ich fange an, den, an den Globus. Man nimmt jetzt hier die kleine Kante, wo da zusammen und zusammen gesteckt und zusammen geklebt ist. Setzt an. Mhm. Sehr schön. So. Genau, es macht ein bisschen Dreck. Und irgendwann kommt man durch. Ja, es geht ganz gut. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn sich das so langsam teilt, ne? Genau, also wenn man jetzt ein Drittel gesägt hat, tatsächlich, und den durch hat, dann wird er so ein bisschen weicher. Dann kann man ihn leicht auseinanderdrücken. Mhm. Der hier ist relativ dünn von der Wand her. Es gibt auch dickere, das sind die hier. Ja. Die sind dann auch fester geklebt. Die sind nicht so schön zum Zerteilen. Also nehmen wir den dünnwandigen. Genau, der ist halt dann wirklich sehr schmal. Der hat eine ganz kleine Kante. Ja. Und dann hat man den zerteilt. Aber das Loch ist zumindest oben noch nicht so schön rund wie unten, ne? Genau. Wo die Fassung war. Ja, dafür benutze ich dann eine Trennscheibe. Die ist ein bisschen laut, macht ein bisschen Dreck. Brauchst du die Brille? Brauche ich die Brille. Die Schutzbrille? Also eine hast du ja schon. Eine habe ich. Ich gehe auf die Seite. Gehst ein bisschen zur Seite, genau. Ja. Und lass mal krachen. Das spritzt ein bisschen. So. Gefühl wie beim Zahnarzt, als wenn C7 kariös wäre. Aber genau. Ist es wert. So hört sich das an. Das. Wunderschön. Ja, ich glaube, das reicht zum Profi. Wir können uns das vorstellen. Genau. So, jetzt wird es aber langsam schon klar, wie es funktioniert. Wie genau, dann hat man die Lampe reinkommt, die Birne. Hier oben das Loch vergrößert quasi. Dann kann man die Kante, also man muss es halt noch ein bisschen feiner machen, klar. Unten auch ein bisschen glatter mit einer Feile oder einem Schleifpapier. Mhm. Und dann geht das ein bisschen besser ohne Handschuhe? Das ist schnell erledigt. Ja. Und dann wird geklebt mit der Heißklebepistole? Genau, wird mit der Heißklebepistole geklebt. Man entweder nimmt man so eine Fransenbordüre oder einen Kantenschutz. Was haben wir hier? Wie bei dem. Genau, der ist dann. Okay. Der ist für so Bleche. Ja. Den kann man da einfach nur draufstecken. Wunderbar. Genau, der wird dann punktuell ein bisschen festgeklebt. Und dann, wo hast du diese die kriegt man auch im Baumarkt. Wolle. So wie sie sind. Wie sie sind, gibt es in unterschiedlichen Farben, Größen. Und dann eigentlich nur noch die Fassung rein. Das kann ich mir ungefähr vorstellen. Einmal schnell, ganz schnell zeigen, wie das aussieht, wie du es machst. Das muss natürlich im Verhältnis stimmen, im großen Verhältnis. Man kann halt das einfach abschrauben. Man steckt das Gewinde durch das Loch, schraubt zu
Und fertig. Und fertig. Ich kann es jetzt nicht hochheben, weil das Loch zu groß ist. Lass mal stecken. Aber wir sehen es ja, wie es funktioniert. Und wir sehen das wieder wunderbar. Und das gefällt mir total gut, wie das hier aussieht. Also große Klasse. Du selber kommst aus Osnabrück, hast ein eigenes kleines Label da auch. Und wenn Sie nachgucken wollen, wie das Ganze Schritt für Schritt funktioniert in einer Bilderstrecke, haben wir es auf ardbuffet.de auch mal aufgezeichnet. Ja. Die Welt leuchtet in zwei Teilen. Schön. Vielen Dank, Sonja. So, und wir haben noch eine gute Idee, zumindest eine gute Idee für Igel. Also wenn ein Igel zum Beispiel keine Lust hat, so richtig in den Winterschlaf zu gehen, wie der australische Langohr-Igel, was macht er dann? Er geht ins World Wide Web, ins Internet, er geht auf YouTube und wird 7 Millionenfach geklickt, weil er so süß ist, so wie Paul. Und den haben wir privat mal besucht, Paul der Igel. Möchten Sie gerne beim Mittagessen gefilmt werden? Paul hatte keine Wahl. Während andere Igel längst Winterschlaf halten, wird Paul einfach Internetstar. Wie? Sagen wir es mal so. Der ägyptische Langohr-Igel macht keine Gefangenen, sondern gleich Tote. Mit Vorliebe Mehlwürmer. Stimmt's, Paul? Marvin Koch ist der Mann hinter dem schmatzenden Vielfraß. Seit 2,5 Jahren sind die beiden ein Herz und eine Igelseele. Zu seinem zweifelhaften Ruhm kam Igel Paul durch dieses Video, hochgeladen auf seinem eigenen Facebook-Account. Paul ist jetzt in aller Munde und Manager Marvin fühlt sich nun doch ein bisschen schuldig. Schließlich sind es 7 Millionen, die das Video geklickt haben. Von heute auf morgen findet keiner mehr Katzenbabys süß, sondern alle irgendwie Igel, speziell die kleinen Langohren. Ich kann es mir nicht erklären, warum das plötzlich jetzt so einen Hype ausgelöst hat. Also Paul ist ja schon süß, aber 7 Millionen, die einen mehlwurmfressenden Igel feiern? Auf Pauls Facebook-Seite trudeln jetzt täglich um die 700 Kommentare, Likes und Nachrichten für das Video ein. Für Mutter Susanne Koch ist der Medienrummel im Netz und zu Hause in Altenhagen schon irgendwie kurios. Wir haben ja schon länger diesen kleinen Igel jetzt bei uns gehabt und auch schon andere Videos gedreht, die ich eigentlich auch noch niedlicher fand, muss ich sagen. Und das mit so einem kleinen Video, dass da sowas von gemacht wird, das Wahnsinn, echt. So langsam hat Paul aber auch genug von dem ganzen Wirbel. Ein echter Internetheld hat eben seinen ganz eigenen Kopf. Der stachelige Gefährte wäre kein echtes Langohr, wäre mit ihm immer gut Würmer essen. Seitdem er Star ist, kann er auch anders. Also es war ja vorher so, dass ich mal gesagt habe, er beißt nicht, er zickt nicht rum. Er kann jetzt auch mal zuschnappen. Ich denke mir mal, das sind einfach die Star-Allüren, die jetzt durchschlagen. Und die bekommen auch andere Bewohner im Hause Koch zu spüren. Naja, und wenn es dann doch mal wieder ruhiger werden sollte um Paul, dann hat er hier in Altenhagen ja noch genügend Unterhaltung. Offline. 7 Millionen Klicks für den Igel. Stefan Scheider in München beim Mittagsmagazin. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen, auf YouTube mal 7 Millionen Klicks für uns zu bekommen. Aber dafür sind wir tagesaktuell und mit den Themen um 13 Uhr. Mit welchen, Stefan? Hallo. Ja, hallo Holger. Wir arbeiten natürlich hart an diesen 7 Millionen Klicks. Aber zurück zur Realität. Das war gestern schon ein ziemlicher Schock mit dem Zugunglück. Und der hallt heute natürlich genauso stark noch nach. Wir beginnen heute mit Fingerspitzengefühl. Eine erste Ursachenforschung. Und wir reden mit den Menschen vor Ort, sofern sie reden mögen. Das und noch vieles mehr dann ab 13 Uhr. Holger. Ja, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Und das waren natürlich dramatische Bilder, die wir den ganzen Tag gesehen haben. Und ab 13 Uhr geht es dann auch so langsam, denke ich, an die Ursachenforschung, die noch gar nicht so ganz klar ist, was da passiert ist. Ja, weil es ja auch eine eingleisige Strecke war und so. Ja, an der Stelle. Und was genau passiert ist, ist alles noch Spekulation, was ich gehört habe und was da so für Gerüchte im Umlauf sind. Ja. Falafel. Falafel. Ich frittiere sie eine nach der anderen. Ein bisschen habe ich hier noch. So, aber ich mache jetzt noch einen Minzjoghurt dazu. So Joghurtsoßen gehören ja auch immer dazu in dieser Art Küche, was auch wirklich sehr gesund ist. So, da habe ich einfach Minze, die ich schon abgezupft habe. Schneide ich klein. Nehme gerne ganz fetten Joghurt. So, diesen 10-prozentigen. Mhm. Misch das, oder ich lasse dich das einmal durchrühren. Und derweil nehme ich mir mal den Pürierstab, der hier ist, und püriere einmal die Tomatensauce. Das war ja das, was wir vorhin drin hatten. Die ist jetzt relativ mild. Mhm. So. Ist da schön Pfeffer dran? An der Tomatensauce? Mhm. Schön. Das wäre mein kleiner spezieller Wunsch an diesem Tag. Ganz viel Pfeffer ist dran. Richtig, gepfeffert mal. So. Einmal noch mal durch, dass der Pfeffer sich mischt.
So. Und das können wir schon anrichten? Ja, das wird, wir machen das mal so ganz klassisch im Fladenbrot. Wir haben das ja vorhin auch so gesehen. Ich nehme mal dieses das Stück. Kann man kaufen, kann man auch selber machen. Ja, das Rezept ist ganz einfach. Machen wir bestimmt irgendwann mal hier. Absolut. Ansonsten haben wir es heute, weil das ja alles schon so ein bisschen viel Zeit gebraucht hat. So, hier muss man wenden. Ja, klassisch macht man das so, dass man eigentlich eine Seite mit dem Joghurt einstreicht und eine Seite mit der scharfen Soße. Hm, brauche ich noch mal einen Löffel. Sehr gerne. Danke dir. So, dass das schon im Brot so ein bisschen einzieht. Mhm. Und dann legt man die Falafel da so zwischen. Ja, und den dran. Rest, den du da machst, den gucke ich mir dann im gesamten Teller gleich an. Aber lass uns noch eine Runde Quiz spielen. Okay. Eine Runde, ach was, weil ich bin sicher, der nächste Frühling, der kommt definitiv bestimmt. Und dann taucht ein Problem auf, das Carsten und Patrick jetzt lösen. Aber nur einer von den beiden hat recht. Ach was. Hallo zusammen. Am Wochenende hatte ich endlich mal wieder Zeit, im Garten zu arbeiten. Leider habe ich dann meine Jeans in Grasfleck reingemacht. Naja, da greife ich einfach zu einer alten Zahnbürste und zur Zahncreme und dann bearbeite ich den Fleck damit. Danach anschließend einfach in die Waschmaschine und der Fleck ist verschwunden. Tja, die Hose wird in Zukunft wohl deine Gartenhose bleiben, denn mit Zahnpasta wird das nie was. Ich benutze zur Entfernung von Grasflecken Backpulver. Denn Backpulver dringt in den Stoff ein und zieht das Chlorophyll, also den grünen Farbstoff des Grases, wieder raus. Das Ganze muss bloß ein bisschen einwirken, kommt dann in die Waschmaschine und die Hose ist wieder wie neu. Womit bekommt man Grasflecken aus der Kleidung? Carsten sagt mit Zahnpasta, Patrick sagt mit Backpulver. Frau Goldhorn in Olsberg, was sagen Sie? Ja, ich würde sagen Backpulver. Also es ist ein bisschen schwierig. Ja, muss ich zugeben, es ist ein bisschen schwierig. Wir haben es eingeloggt. Patrick, mit Backpulver gucken wir uns die Auflösung mal gemeinsam an. Ja. Ja, ich habe recht. Grasflecken in der Kleidung behandelt man am besten, indem man wirklich Zahnpasta und Zahnbürste benutzt, das Ganze gut einreibt und eine Stunde einwirken lässt. Danach ganz einfach in die Waschmaschine geben. Wichtig ist nur, benutzen Sie bitte Zahnpasta, die Menthol oder Weißmacher enthält. Denn gerade das Menthol löst das Chlorophyll aus den Fasern und der Fleck ist weg. Ja. Schade, knapp daneben ist auch vorbei. Ist egal. Frau Goldhorn. Schön. In Olsberg, das ist in Westfalen, bei Bigge Olsberg, ist das das? Ja, genau. Ach so, dann aber bekommen Sie von uns trotzdem was Schönes geschickt. Dorthin nämlich unser ARD-Buffet-Messer, das es nirgendwo zu kaufen gibt. Ja, und jetzt super. Exklusiv zu Ihnen. Dankeschön. Kommen. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt würdigen wir aber erstmal das Essen, was Jacqueline im Hintergrund in, wie soll ich sagen, Akkordarbeit sozusagen auf den Teller gebracht hat. So schwierig war es nicht. Was wichtig ist, ist noch ein paar frische Kräuter drauf. Unbedingt. Auf jeden Fall noch ein Klacks Joghurtsoße, auch wenn das Brot schon damit eingestrichen ist. Und ein Klacks Tomatensoße, dann kann man sie dann in die... Die kann man schön aufheben noch, ne? Die Tomatensoße. Ja, kann man auch. Die schaffen wir nicht ganz heute, glaube ich. Heute nicht. Ach, wart's mal ab. Den wir sind Eimer. Ja nicht ganz alleine hier. Ach so. Das vergisst man manchmal, ne? Ja. Wir sind nicht ganz alleine. Du hast schon irgendwann mal vorhin gesagt, das ist... Eine deiner Lieblingsessen, Falafel, stimmt das? Ach, tatsächlich. Ja. Tatsächlich, ich habe mich schon sehr gefreut. Guten Appetit, dann bin ich mal gespannt. Nee, ganz selbst gemacht noch nicht, aber ich versuche es jetzt mal. Jetzt probier mal ganz schnell und sag mal ganz schnell, wie es dir schmeckt. Wie es mir schmeckt. Weil ganz schnell, weil wir gleich vom Sender fliegen. Weil gleich kommt Musik und dann sind wir nicht mehr auf Sendung. Oh. Ja? Mhm. Und so einfach, ne? Oh. Also mehr Lob kann es gar nicht geben. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag noch. Machen Sie es gut. Wir sind morgen wieder da um 12.15 Uhr. Danke euch für die schöne Runde. Guten Appetit. Ihnen zu Hause auch. Und tschüss, bis morgen. Super lecker. Super lecker. Ja.